Hallo, ich bin der Leo, Mars Lehrling. Weil ich noch nicht raus mag, erzählt Mami immer Geschichten von den seltenen Tieren, die da draußen in Indien rumlaufen. Mars spricht Deutsch, aber ich verstehe das, bin ja ein deutscher Schäferhund. Mein großes Vorbild ist Billy vom YouTube-Kanal Outdoor mit Billy. Wenn ich groß bin, möchte ich auch so ein Abenteurer und Tierexperte sein wie er und auch 200 Abonnenten haben. Was immer das ist. 123 Abos. Bei 122 wollten wir unsere Abo-Challenge machen, also haben wir 122 plus. Und wir wünschen uns eine kleine VA. Die muss nicht lang sein, ein, zwei Minuten. Und dem Billy seine Idee war, dass sie uns ein Tier beschreibt. Egal was für ein Tier, groß, klein, Insekt, Reptil, es ist vollkommen egal. Aber im Sinne von Billys kleiner Safari beschreiben. Ja, schön, dass ich nach so viel Einleitung jetzt auch noch zu Wort komme. Inzwischen bin ich hier mit meiner Familie am Frühsport und kann dabei überlegen, welches von den vielen exotischen Tieren hier in Indien ich euch vorstelle. Die kleine Müllschnepfe lasse ich mal lieber weg, deren Biotop ist zu unappetitlich. Die Lasterschweine kommen aus ähnlichen Gründen nicht in Frage, obwohl es hochinteressante Tiere sind, die ihr Leben unter Lastern fristen, meist in der Nähe von Perlhühnern, in der Erwartung, dass diese ihre Perlen vor die Säue werfen. Die kleine Reiskuh wäre interessant. Die lebt ausschließlich in Reisfeldern, aber die ist so selten, dass sie fast gar nicht vorkommt. Deswegen habe ich auch so wenig Footage von ihr. Also, ehe ich mich jetzt noch weiter versteige, zeige ich euch den im Westen kaum bekannt ist der schmalhufige Lametta-Lorch. Ein rührend selbstloses Tier, dem man im Dezember in der indischen Prärie begegnen kann. Dieses mysteriöse, ja fast mystisch zu nennende Tier verdankt seinen Namen nicht nur den überlangen Ohren. Hier können wir ein paar Exemplare bei der Arbeit beobachten. Um die Weihnachtszeit hängen sich die Lametta-Lurche hier und da in die Bäume, um dem lamettalosen Indien einen Eindruck weihnachtlicher Atmosphäre zu verschaffen. Das kommerzielle Züchten besonders langohriger oder schneeweißer Lametta-Lurche ist eine Tendenz, die wir aufs Schärfste verurteilen. Tja, lieber Billy und lieber Dieter, das war's. Weiterhin alles Gute für euren Kanal. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch viel Spaß miteinander haben werden.